Also heute eine neue Ausgabe von Wer von euch mit Marc Schnatterer und Arne Feig. Wurden auch schon öfter mal mir gegenüber als Ehepaar bezeichnet, deswegen bin ich mal gespannt, wie viele Punkte sie holen. Wir fangen gleich an. Wer von euch ist öfter bei den Physios? Okay. Nee, seid ihr euch uneinig. Marc, sag du. Ich habe in die Mitte gemacht. Ich glaube, wir sind eigentlich, ja okay, vielleicht bin ich einen Tick öfter, aber ist eigentlich ausgeglichen. Okay, wer von euch steht länger vor dem Spiegel? Ja, eindeutig. Dauert bei dir länger, gell? Brauche ein bisschen länger. Ja. Wer von euch ist die größere Diva? Okay. Oh, okay. Nee, Marc sagt er selbst. Was hast du gesagt? Ich habe eine Witze gemacht. Ja, aber was heißt die Größe? Wenn es eine Entscheidung geben muss, dann würde ich sagen, bist du's? Bin ich wahrscheinlich von uns beide vielleicht ein bisschen mehr. Das ist jetzt eine Fanfrage von YouTube. Wer von euch ist bei den Frauen beliebter? Also beim Arne ging es schnell. Keine Zage. Er sagt keiner aber von euch. Aber eigentlich oder ich beide. Ich sage, sonst kriege ich noch Ärger mit Arne seine Frau. Ja, kein Punkt übrigens. Wer von euch ist die größere Labertasche? Ja, okay. Stimmt. Aber das hätte ich jetzt bei euch, wäre ich mir nicht sicher. Wer von euch benutzt mehr Haarprodukte? Ja, okay, stimmt. Eitel. Bisschen, gell? Ich bin ja gerade schockiert, dass ich länger vorm Spiegel bin. Also, dann brauche ich auch ein paar mehr Produkte. Wer von euch schießt die besseren Standards? Nee, Arne sagt Marc. Ja, der pusht mich ein bisschen, das ist schon gut so. Ich glaube, es ist eindeutig. Wer von euch benutzt mehr Parfüm? Ja, richtig, ein Punkt. Sehr gut. Wer von euch ist schneller? Okay. Ja, wieder ein Punkt. Gut. Wer von euch ist der Unordentlichere? Oh, ganz klar. Es ging schnell. Schlimm im Trainingslager mit ihm zusammen? Nee, gar nicht. Aber wir haben da so einen, kleinen, oder Marc benutzt ja immer so einen kleinen Insider. Und deswegen war die Entscheidung jetzt relativ leicht. Weil es einfach so ist, dass er mir immer vorhält, dass ich so ein bisschen so Monk-mäßig unterwegs wäre. Und von daher, er ist eigentlich auch sehr ordentlich, aber du toppst alles. Wahrscheinlich schon, genau, deswegen war es nicht so schwer. Absolut, Mr. Monk, aber wie gesagt, ich bin nicht unordentlich, aber ordentlich als Arne geht nicht, deswegen gibt es da bloß eins. Apropos Monk, wer von euch ist denn der größere Serien-Junkie? Ja, stimmt. Was guckst du denn eigentlich? Puh, gibt's ja eigentlich relativ viel Gutes. Also angefangen mit Prison Break über Suits, Quantico, Orphan Black. Ich meine, Two and a Half Men mag ich auch, aber das ist ja schon relativ alt. Aber die neuen Sachen, ist vieles Interessantes dabei. Cool, danke euch, das war's schon. Was glaubt ihr, wie habt ihr es gemacht? Ich glaube, waren ein paar Übereinstimmungen dabei, ich weiß jetzt nicht. Also wie die anderen so abgeschnitten haben, aber ich glaube, ein paar Punkte haben wir geholt und vielleicht reicht es ja am Ende.